Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute ein paar Ideen vorstellen, wirklich ganz, ganz kleine, ganz, ganz einfache, die ihr zur Geburt verschenken könnt. Das eine kann man sogar schon vorher verschenken. Und dann habe ich noch eins für das Baby quasi und auch was für den frisch gebackenen Papa. Und das zeige ich euch alles jetzt. Starten wir mal damit. Das ist die Hospital Survival Bag. also für das Krankenhaus quasi, für die werdende Mama gepackt, dass man ihr das im Vorfeld schenken kann. Und ich zeige euch mal, was da drin enthalten ist. Zum einen habe ich was zum Lesen, damit man sich nicht ganz so doll langweilt. Und zwar ist das die Zeitschrift Leben und Erziehen. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Kann man auch ein Klatschmagazin nehmen oder vielleicht ein dünnes Taschenbuch oder so. Dann habe ich eine Packung Taschentücher, weil Tränen werden sicherlich fließen. Freudentränen natürlich. Dann habe ich einen Pflegestift von Isana. Einmal Schokolade, weil, ja, Glückshormone und so. Dann habe ich ein kleines Deo, auch von Isana. Dann habe ich, das finde ich richtig cool, von Primavera ist das. Und zwar ist das ein Körperöl, Ingwer-Limette. Und das hat so eine anregende Energizing-Wirkung. Und das kann man sich entweder halt so auf den Körper oder zum Beispiel in die Tagescreme mit reinträufeln. Und das fand ich eine coole Sache. Und dann hat Vince noch was gebastelt. Das ist sein Handabdruck und da haben wir eine Blume draus gemacht und alles Gute drauf geschrieben. Und das ist in meiner Hospital Survival Bag für meine Freundin. Das war also quasi das Geschenk für die Mama. Und dann haben wir hier das Geschenk für das Baby. Und zwar ist das ein kleiner Kuchen, ein kleiner Cupcake. Und was da eigentlich drin ist und wie das Ganze so entstanden ist, das zeige ich euch jetzt. Halt ein ganz, ganz kleines Geschenk. Das ist auch was, was jede Mama für ihr Baby gebrauchen kann. Und ich fand einfach die Idee der Verpackung so süß. Und dann habe ich noch ein Geschenk für den frisch gebackenen Papa. Und zwar ist das das hier. Huch. So. Und zwar ist das ein Werkzeuggürtel, wie man ihn so kennt. Den habe ich relativ günstig bei eBay bekommen. Und den habe ich halt vollgepackt mit allerlei Krams. Und zwar... Hier vorne habe ich einmal Babypuder von Baby Dream. Dann habe ich hier eine Windel und da ist auch noch ein Waschlappen mit drin. Dann habe ich hier von Bübchen so eine Calendula-Milch. Und von Penaten haben wir hier noch so ein Wasch- und Duschcreme. Hier auf der anderen Seite haben wir hier ein kleines Handtuch und ein Einweglätzchen. Dann habe ich von Sagrotan solche Hygienetücher und noch eine Intensivcreme von Pinaten für Gesicht und Körper. Außerdem hier dann noch auch von Sagrotan so ein Hygienespray, also zur Desinfektion. Und hier in dieser Tasche, wo eigentlich das Messer Platz findet, habe ich noch so Einweghandschuhe. Genau, und diesen, ja... Baby-Notfallgürtel, den verpacke ich jetzt noch schön und dann bekommt das der gewordene Papa zur Geburt geschenkt. Ich hoffe, meine drei kleinen Ideen haben euch gefallen. Vielleicht wollt ihr sie ja nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!